ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Es wird anscheinend mal wieder Zeit für ein Gelesen-Update. Heute mit sehr vielen ersten Bänden zu Serien, mal mit 4 Titeln. Wir sehen uns dazu gleich wieder. Titel Nummer 1 ist Band 1 von Ein Prinz auf Abwägen. Den habe ich ertauscht bei Instagram. Und es ist eigentlich eine zweibändige Reihe. Also mit dem zweiten Band hätte ich schon den Abschlussband in der Hand. Und ihr dürft dann auch am Ende bei meinen Einzeltiteln abstimmen, zu welchem Titel ich mir da den nächsten Band hole. Und der wird dann demzufolge euer Review-Titel. Und zwar hat der auch eine sehr hübsche Farbseite, wie ich finde. Und es ist ein Fantasy-Comedy-Manga, bei dem man nicht unbedingt auf allzu viel Story hoffen sollte. Aber ich finde ihn trotzdem, fand ich ihn eigentlich ganz süß. Und es geht um diesen jungen Prinzen, der heißt Yutor. Und er ist der König eines recht armen, kleinen Landes und sehr stark verschuldet und er muss gleichzeitig auch noch die Hochzeit seiner Schwester ausrichten. Und er überlegt sich halt immer, wie er da an mögliche Geldquellen kommen kann, dass er sozusagen es schafft, den Schuldenstand seines Landes etwas abzubauen. Und als Begleitung, also da habt ihr dann immer hier dieses, wie viel zusätzliche Schulden in diesem Kapitel angehäuft werden, das ist echt, ich fand es ziemlich witzig. Ja, und er hat noch diese zwei Begleiter. Das eine ist so seine rechte Hand am Hof und das ist ein Prinz aus einem sehr reichen Nachbarland, der ihm Hilfe anbietet, die er aber nicht annehmen möchte. Und insofern geht es in diesem Band also darum, weil er in dem Land, wo seine Schwester einheiratet, macht er die Erfahrung, also da ist eine Räuberbande aktiv und die zu fangen bringt sehr viel Geld und weil er ein ganz guter Krieger ist, nimmt er sich dieses Auftrages an und was dann dabei herauskommen wird, sehen wir dann wahrscheinlich schon im zweiten Band, weil ich meine, mehr als 2 Bände hat der Titel ja nicht. Ja, wie schon gesagt, es war ganz niedlich zu lesen, also hochgreifendes aller Werke ist es nicht. Aber weil ich den Zeichenstil ganz süß finde, die Farbseite ganz hübsch und die Story eigentlich ganz niedlich, werde ich den erstmal behalten. Band Nummer 2 ist sozusagen ein etwas größerer Band und der einzige schon abgeschlossene Titel, den ich euch hier präsentiere. Und zwar ist es die Luxury Edition zu Time Stranger Kyoko von Arina Tanemura, rausgegeben von Egmont Manga. Also für dieses Werk hatten sie anscheinend die Lizenz noch, weil ihr wisst ja vielleicht, Arina Tanemura erscheint mittlerweile bei Tokyo Pop. Und als erstes würde ich euch mal die Farbseiten von diesem Manga zeigen, denn die sind wirklich sehr, sehr schön, wie ich finde. Und sehr bunt. Und es geht also um dieses Mädchen. Sie heißt Kyoko und ist die Prinzessin des Landes, über das wir hier sprechen. Das mal mit den Farbseiten noch schnell zu Ende. Und an ihrem 16. Geburtstag soll Kyoko dann zur Kronprinzessin ihres Landes gekürt werden. Und damit ist ihr Leben, was sie bis jetzt geführt hat, vorbei. Weil bis jetzt war das so, dass sie inkognito sozusagen gelebt hat. Niemand wusste, wie die Prinzessin aussieht. Was dazu geführt hat, dass sie einfach ganz normal als normales Mädchen zur Schule gehen konnte. Und sie ist darüber überhaupt nicht glücklich, dass sie auf einmal ihr normales Leben aufgeben soll. Und deswegen hat sie sich zur Aufgabe gemacht, ihre Zwillingsschwester Ui zu erwecken, die schon seit 16 Jahren in dem Palast schläft. Und das kann sie nur schaffen mit Hilfe des Zeitsiegels und von 12 Strangern, also sie wird dann sozusagen Time Stranger Kyoko. Also in ihr erwacht sozusagen die Kraft, die Zeit zu nutzen. Und sie sucht dann ihre 11 verbündeten Stranger, mit deren Hilfe sie es hoffen, Ui erwecken zu können. Und natürlich, wie sollte es sonst sein, bei Arina Tanemura haben wir natürlich auch eine Liebesgeschichte.
Und zwar geht es um diese beiden jungen Herren. Das sind Sakataki und sein älterer Bruder Hisuki. Und ja, das ist, gibt auch ein bisschen eine Dreiecks-Vierecks-Geschichte am Ende. Weil sie ist in Sakataki verliebt, aber sie weiß nicht, inwiefern er ihre Gefühle erwidert. Und dann sieht es so aus, dass Hisuki in sie allerdings verliebt ist und sie weiß nicht, ja, wie sie damit umgehen soll, wie das halt so ist. In den Erstbänden geht es hauptsächlich noch darum, wie sie so die anderen Stranger ausfindig machen. Es wurde ja, der Manga wurde immer so ein bisschen dafür kritisiert, dass er zum dritten Band hin so eine Art Zeitsprung an den Tag legt. Also, dass im dritten Band dann auf einmal alle restlichen Stranger, die sie in den ersten beiden Bänden noch nicht gefunden hatten, die auf einmal dann alle einfach da waren. Und ja, aber ich fand im dritten Band vor allen Dingen die Entwicklung bezüglich der Liebesgeschichte eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Und ein bisschen Irrungen und Wirrungen haben wir in der Geschichte auch noch. Denn, Spoiler, jetzt mal vielleicht in 30 Sekunden wieder zuschalten. Kyoko ist nämlich gar nicht die leibliche Tochter des Königs, das ist nämlich nur Ui. Kyoko ist nämlich eigentlich die Tochter von Kronos, dem Gott der Zeit. Und ja, und dazu kommt es nämlich, also da wird es dann nochmal sehr spannend zum Ende hin, ob sie mit ihrem Geliebten zusammenkommt und auch mit dem, den sie sich wünscht oder eben nicht. Ja, und insofern war das ein ganz, wie ich finde, eigentlich ein wirklich süßer Manga, der jetzt nicht unbedingt zu Arina Tanemuras Meisterwerken zählt, aber der sich trotzdem sehr gut hat lesen lassen, was mich sehr gewundert hat. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Manga, auch wenn er mir manchmal etwas unlogisch vorkam, aber es war schon okay. Das Problem ist halt, also in solchen Werken, dass ich auch die Charaktere teilweise schlecht auseinanderhalten kann, weil da hat sie gerade bei den männlichen Charakteren noch sehr dazu tendiert, dass die alle sehr ähnlich aussehen. Ja. Aber ansonsten war das ein guter Manga. Die Aufmachung ist, finde ich, sehr, sehr schön mit den Farbseiten. Und ja, den fand ich ganz gut. Dann geht es weiter mit Manga Nummer 3. Die ersten beiden waren ja eher so ein bisschen positiv und romantisch und comedymäßig, aber jetzt kommen zwei Titel, die doch ein ganzes Stück düsterer sind. Zum ersten ein Titel, wo ich auch schon sehr lange mit überlegt habe, ist Band 1 von Brynhilda in the Darkness von Lynn Okamoto. Vom Tokyo Pop Verlag, ist in 18 Bänden abgeschlossen und unser Hauptcharakter ist der junge Ryota. Und es ist so, dass er als Kind dieses Mädchen mit den schwarzen Haaren kannte und er hat sie immer Kuroneko genannt. Und sie hat immer davon gesprochen, dass es wirklich Aliens gibt. Und niemand aus ihrer Klasse hat diesem Mädchen das geglaubt, aber er wollte unbedingt, dass sie recht hat. Also er wollte ihr dabei helfen, dass sie beweisen kann, dass sie recht hat. Und da haben diese beiden als Kinder diesen Ausflug unternommen, bei dem Ryota gestürzt ist. Und Kuroneko hat versucht, ihm zu helfen. Und die beiden sind von diesem Wall gefallen. Und nur Ryota hat das also Ryota glaubt, dass nur er das überlebt hat. So wurde ihm das gesagt. Und Kuroneko sei gestorben. Und seitdem beobachtet Ryota jeden Tag so den Himmel, um die Existenz sozusagen dieser Aliens beweisen zu können und beweisen zu können, dass Kuroneko recht hatte. Und er kann also dieses Mädchen einfach nicht vergessen, bis zu einem bestimmten Tag in der Schule ein Mädchen in seine Klasse kommt, viele Jahre später, das ebenfalls aussieht wie Kuroneko, nur halt etwas älter. Und die beiden sind dann sozusagen zusammen in einem Abenteuer, erleben dann zusammen ein Abenteuer, weil sie das verneint, dass sie Kuroneko ist, aber er herausfindet, dass sie eine Art, sie nennt es Magierin ist. Das bedeutet, dass
Also eine Freundin von ihr kann die Zukunft voraussehen und bei ihr ist es so, dass sie sehr, sehr stark ist und sie rettet dann Ryotas Leben. Und Ryota erkennt aber, dass es also diese Magiere, die da, die beiden Mädchen und noch eine dritte, die sind sozusagen ausgerissen aus einem Labor, wo sie sozusagen sehr, sehr schlecht behandelt worden sind oder noch behandelt worden wären. Und wenn sie gefasst werden, werden sie getötet. Und so möchte Ryota den Mädchen dabei helfen, dass sie überleben können in dieser Welt. Dafür brauchen sie eine spezielle Medizin, ein spezielles Medikament, das sie beschaffen wollen. Und ja, also wie es da hier weitergeht, werden wir noch sehen. Es war auf jeden Fall ein sehr spannender Manga. Den ich auch, also ich fand den wirklich recht interessant. Der ist freigegeben ab 18 Jahren, also das weiß man schon, was da auf einen zukommt. Also es sieht sowohl auf der Gewaltebene als auch auf der Nacktheitebene so aus, dass es da die 18er-Beschränkung wahrscheinlich nicht umsonst dasteht. Ja, also ich fand aber ein sehr interessanter Manga. Ich bin mal gespannt, wohin sich die Geschichte noch entwickelt, weil ich habe eigentlich gedacht, dass die ein bisschen sozusagen in eine andere Richtung geht, aber war auf jeden Fall interessant zu lesen. Bin auch auf die Auflösung am Ende dann sehr gespannt. Okay, ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, zum nächsten Titel. So, der letzte Manga für dieses Update ist der Titel Akame ga Kill von Kaze Manga. Band 1 ist in 15 Bänden abgeschlossen. Ich glaube, in nächster Zukunft erscheint entweder Band 11, ich müsste Band 11 irgendwann erscheinen. Und zwar geht es um den jungen Tatsumi erst, also unser Hauptheld der Geschichte sozusagen. Und er kommt aus seinem armen Dorf sozusagen in die kaiserliche Stadt. Und da möchte er sich eigentlich als Söldner sozusagen verdingen, weil er Geld für sein Dorf braucht. Er hat sich das mit zwei seiner Kumpels, mit denen er immer trainiert hat als Kind, hat er sich das geschworen, dass sie ihr Dorf retten werden. Und ja, also er ist eigentlich ein sehr guter Krieger und möchte da einen Auftrag annehmen. Was ihm allerdings, also es wird ihm erstmal verwehrt, dass er sozusagen in die Armee eintritt, weil er das auch nicht als einfacher Soldat wollte, weil er so stark ist. Und ja, aber für die Armee gibt es da eine Warteliste. Und weil er dann obdachlos erstmal ist und nicht weiß, wo er hin soll, da ist es, da wird er von diesem Mädchen, sie ist die Tochter einer adligen Familie, aufgelesen und darf bei diesen übernachten. Und von ihr und den Leibwächtern der Familie hört er dann die Geschichte über die Attentäter-Gruppierung Nightraid und dass sie es auf Adlige abgesehen haben und dass das ja also sozusagen ganz, ganz böse Menschen wären. Und als Tatsumi dann da übernachtet, trifft er tatsächlich auch auf diese Nightraid-Gruppierung. Es stellt sich dann aber heraus, dass gar nicht so unbedingt klar ist, wer jetzt in dieser Seite eigentlich die Guten und die Bösen sind. Denn Nightraid sind zwar Attentäter, aber die haben es eigentlich darauf abgesehen, das korrupte System abzusetzen. Und auch diese adlige Familie war nicht unbedingt unschuldig. Also die hat sich einiges zu Schulden kommen lassen. Unter anderem sind die auch für den Tod von Tatsumis beiden Freunden verantwortlich. Und was dann dazu führt, dass Tatsumi sich dazu entscheidet, mit Nightraid zu kämpfen und bei ihnen sozusagen in der Gruppierung als, ja, als Neueinsteiger sozusagen anzufangen. Und da lernt er dann die ganzen Mitglieder dieser Gruppierung kennen, die, ich weiß, also bei denen sozusagen Akame eine der führenden Kriegerinnen ist. Ja, und es geht dann darum, dass sie halt dieses korrupte Regime da in der Kaiserstadt, dass sie das stürzen wollen. Und
Dazu müssen sie immer verschiedene Aufträge erfüllen. Ah, auf jeden Fall hat der Manga angedeutet, dass er, wie ich fand, sehr interessant ist. Also auch hier, ich weiß nicht genau, was der für eine Altersbeschränkung hat, aber in Splatter- und Gewaltdarstellungen sind da eine ganze Menge vorhanden, was dazu führt, dass man in die hinteren Seiten irgendwie fast gar nicht reinblättern kann von dem Manga so ohne weiteres. Ja, also wer da sehr überempfindlich ist, weiß ich nicht, ob man damit gut aufgehoben ist. Ist eigentlich ein Action-Manga. Die Charaktere fand ich eigentlich sehr interessant. Fand ja auch die meisten sehr sympathisch. Also von dieser Night Raid-Gruppierung und Tatsumi selbst. Also das ist schon eher eine düstere, eine erwachsene Geschichte. Ist aber, glaube ich, trotzdem im Gegensatz zu Brunhilde in the Darkness eigentlich ein Shonen-Titel, aber halt wirklich trotzdem eher für ältere Leser. Soll auch noch ganz schön brutal werden. Also ja. Aber also vom Storytelling, die Story finde ich auch recht interessant. War sehr spannend zu lesen, der Manga, genau wie bei Brunhilde in the Darkness. Also die habe ich auch beide in einem Rutsch sehr schnell durchgelesen. Hat mir sehr gut gefallen, auch der Manga. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, für welchen Titel ihr euch entscheidet, von welchem Titel ich mir jetzt den zweiten Band kaufen soll. Von Ein Prinz auf Abwägen, Brynhilde in the Darkness oder Akame ga Kill. Ich freue mich drauf und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, jetzt habe ich mal zu den einzelnen Titeln nicht ganz so viel geredet, aber ich meine, bei einem Band war das auch ein bisschen schlecht möglich, immer jeweils. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da oder schreibt mir in den Kommentaren, welcher Titel interessiert euch, welchen Titel habt ihr vielleicht schon ein bisschen weiter gelesen als ich, weil ich mein Band 1 ist jetzt nicht so weit. Ja, welcher Titel hat euch gut gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!